Gude aus Chiang Mai, meine Lieben. Ja, heute mal wieder ein Thema, bei dem ich mir ein bisschen Unterstützung geholt habe. Ja, weil Hunde und Kinder, das kommt ja immer gut im Video. Und deswegen habe ich mir hier meine Kleine mal geholt. Weil das Thema an für sich ist recht traurig. Ich werde keine Livestreams mehr machen. Jetzt werden einige jubeln, aber ihr habt es geschafft. Ich bin seelisch dermaßen zerstört. Mir fehlen einfach die Worte. Dieses ganze schlechte Gerede in den Streams, das macht mich fertig. Ich kann einfach nicht mehr. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ja. Aber ich sehe keine Chance im Moment. Es ist wie wenn man gegen Windmühlen kämpft. Und moderner Don Quixote will ich nicht werden. Irgendwann lande ich dann nochmal in der Klapse. Wie gesagt, die Entscheidung. Meine Süße. Ja, also wie gesagt, die Entscheidung weiterzumachen, fiel mir dann doch sehr leicht. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, mache ich ja seit neuestem Livestreams. Es macht mir große Freude. Ich denke, dem einen oder anderen bereitet es auch Spaß, dem alten Mann mal zuzuschauen. Und es ist ja auch immer ganz amüsant, denke ich. Ich erzähle ein paar Schwänke aus meinem glorreichen Leben und ihr stellt nette Fragen. Und ich denke, so sollte ein Livestream sein, einfach mal, um ein bisschen Community-Bindung herzustellen. Und das ist das, was mir Spaß macht. Und diesen Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Ja, nur leider Gottes ist es so, dass diese Livestreams nach gewisser Zeit, wenn die Buschtrommel dann endlich mal funktioniert hat, in gewissen Kreisen immer wieder nette Kommentare auftauchen, Stimmung im Stream gemacht wird von Leuten, die sich als nett ausgeben, so nach dem Motto, wieso wird denn hier alles zensiert, warum werden die Kommentare gelöscht, ja um Gottes Willen, ja ich sag's euch, weil keiner, glaube ich, freiwillig Kommentare nach dem Motto, du Huso, hast du heute schon wieder Kifi gemacht? Hm? Oder sowas lesen möchte. Ja? Sehr schwierig. Ne? Und deswegen habe ich mir zwei nette Moderatoren in die Streams geholt und seit gestern auch ein Nightbot. Und ja, ich würde sagen, das ist sehr effektiv. Es ist alles sehr scharf gestellt und ja, meine Blogliste wird immer länger, aber das ist ja normal. Das hat also nichts für die normalen, in Anführungszeichen, Zuschauer damit zu tun, dass ich Meinungen unterdrücke. Ich habe vor zwei Streams oder so, habe ich mich sogar mit einem der Köpfe dieser Bewegung auseinandergesetzt, im Stream, live. Also, wer sich da denkt, ich würde Meinungen zensieren, das kann man, glaube ich, so nicht stehen lassen. Nur, wie gesagt, für mich ist dieses Thema jetzt abgehakt. Ich werde dazu nichts mehr sagen. Die Fronten sind geklärt. Versucht nicht, mich von eurer Meinung zu überzeugen. Das hat genauso wenig Wert, wie wenn ich euch von meiner Meinung überzeugen möchte. Und
Ich werde an meinen Moderatoren auf alle Fälle festhalten. So leid es euch auch tun mag, weil ich lasse keine Menschen im Stich oder fallen, ja, und schon gar keine befreundeten Kanäle. So schlimm das für euch auch sein mag. Und ich denke, gerade diese Sache macht es ja auch interessant. Den einen oder anderen mag es stören, aber ich denke, wir haben die Sache so weit im Griff, dass wir auch trotz dieser Störungen ganz normal den Livestream immer wieder weitermachen können. Und ich fordere euch gerne auf, meine netten Zuschauer, ich nenne es jetzt mal so, bleibt bei mir, schaut mir zu, ihr wisst jetzt, worum es geht. Es ist weniger der Hate gegen meinen Kanal, sondern gegen andere Kanäle, ja, oder gegen einen bestimmten Kanal. Und wie gesagt, ich lasse mir aber meine Meinung nicht verbieten und ich lasse mir schon gar nicht vorschreiben, wen ich als Moderator oder als Gast in meinem Stream haben will, weil, wie ich gestern auch nochmal gesagt habe, es ist mein Kanal, es ist mein Stream und dort kann ich meine Meinung äußern. Wenn jemandem das nicht passt, dann kann er ja gerne seinen Kanal aufmachen, seinen Stream machen und dort seine Meinung kundtun. Aber ich weiß nicht, ob diese Menschen dazu überhaupt in der Lage sind. Ist mir auch vollkommen Wurst. Ja. Ich würde mir solche Streams nicht anschauen, weil es interessiert mich nicht. Ich kenne deren Meinung und die kennen jetzt meine Meinung. Und von daher denke ich mal, ist die Sache geklärt. Dass sie damit noch nicht ausgestanden ist, ist mir schon klar. Aber wie gesagt, ich möchte dieses Video hauptsächlich für die Leute machen, die meinen Livestream gucken. Es sind nicht viele und es ist eine gemütliche, kleine Gruppe, habe ich den Eindruck. Und da möchte ich auch dabei bleiben. Und jeder, der mich gerne schaut und gerne an der Gruppe teilhaben möchte, der kann jederzeit dazustoßen und seinen Beitrag dazu leisten, dass wir eine gemütliche Stunde oder 1,5 Stunden oder 2 Stunden miteinander verbringen, je nachdem, nach Lust und Laune und eine schöne Zeit haben. Und das ist es eigentlich, was ich sagen will. Es ist eure Entscheidung und ihr wisst jetzt, warum hier immer so viel gestört wird, sage ich jetzt mal. Stört ihr euch bitte nicht daran. Es ist keine Zensur von freier Meinungsäußerung, dass jeder mal einen Kommentar von den Mods oder den Nightbots sperrt, der vielleicht gar nicht so gemeint war. Passiert. Leider Gottes muss ich mich für entschuldigen, dass das passiert. Aber gebranntes Kind scheut das Feuer und ich muss halt diverse Wörter auf die Blacklist setzen und dadurch passiert das dann halt. Aber es ist ja kein Beinbruch. Ich habe ja auch einen Blick auf die Sachen und wenn ein Fehler passiert ist, kann man den ganz schnell korrigieren. Ich entschuldige mich, wie gesagt, dafür. Und wir müssen halt alle mit dieser Situation leben. Ändern können wir sie nicht, weil das einfach scheinbar zu viel Spaß macht, diese Streams zu stören. Und deswegen bleibt locker, schaut mir zu. Die anderen können mir auch gerne zuschauen. Kein Problem. Wenn sie sich negativ zu der ganzen Sache äußern möchten, die Konsequenzen sind da klar und das ist keine Zensur. Ja, es ist einfach. Ich möchte nicht in meinem Stream, auf meinem Kanal gestört werden durch Kommentare, die ehrverletzend sind oder überhaupt nichts zur Sache beitragen. Ja, wie gesagt, es ist alles zu dem Thema gesagt. Die Standpunkte sind ausgetauscht. Wir haben uns ausgetauscht.
in einem Livestream, wie gesagt. Und ich will nicht die Hoffnung hegen, dass dieses Spiel gestoppt wird, aber an die Öffentlichkeit wird es nicht mehr dringen. Und die Infiltrationen sind mittlerweile auch bekannt. Ich habe meine Chats analysiert und daraufhin natürlich auch gewisse Leute ausgeschlossen. Wie gesagt, ich bin für fast alles offen. Ihr könnt mich viele Sachen fragen. Ich versuche darauf zu antworten. Ich will mit euch Spaß und Vergnügen haben, weil mir macht es sehr viel Spaß. Und wir hören mal gute Lieder und manchmal in Dauerschleife, wenn es ein bisschen hektisch wird. Auch dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber ein kleiner Hinweis hilft ja. Ey, mal Liedwechsel, Alte, ja, oder sowas. Funktioniert. Reagiere ich noch drauf, ja. Und dann sehen wir weiter. Also, nur für die Leute, die jetzt auch neu auf dem Kanal sind und mich aus Überzeugung, aus guter Überzeugung abonniert haben, damit ihr Bescheid wisst. Ich bin noch nicht lange am Markt und ich bin sehr, sehr stolz auf meine kleine, aber feine Community und für die mache ich das Ganze. Und wenn ihr dazugehören wollt, immer gerne. Jeder ist herzlich willkommen. Aber wie gesagt, stört euch nicht an den Störern. Wir machen das Beste draus und weiter geht's. So, das war's erstmal. Bis dann. Der Regulator grüßt euch. Ciao, ciao.